Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und wir hören hier irgendwo Lava. Irgendwo ist hier Lava. Das kann allerdings auch unter uns sein, ne? Die Lava ist unter uns. Kann auch hier drunter irgendwo sein. Schauen wir mal, ob hier irgendwo ein Lavasee ist. Also man hört es ziemlich deutlich. Verdammt. Okay. Ja, ich war gerade zu schweigsam. Ich will natürlich jetzt hier nicht in einem Lavabad sterben. Man hört die ganz deutlich, die Lava. Müssen wir uns vielleicht nochmal anders durchgraben. Nochmal hier. Ach herrje, das war eigentlich... Hier hört man sie auch, ne? Wir wollen Lava suchen. Das ist das Ding. Deshalb bin ich gerade so schweigsam. Gibt's hier auch irgendwo rein? Was ist denn das hier? Ne, da habe ich nur so ein Loch gebuddelt. Für die Schmiede, ne? Ganz klarer Fall. Für die Schmiede. Hier ist noch Kohle. Kohle ist natürlich auch immer gut. Aber hier ist keine Lava mehr. Und hier ist auch noch Kohle. Okay, nehmen wir die erstmal mit. Ja, wir wollen eine Schmiedeesse machen. Dafür brauchen wir Lava. Und Lava hören wir hier schon. Aber sie ist nicht auffindbar. Ist auch ganz witzig. So. Da hinten hat sie gegluckert. Ne, muss ja auch irgendwo sein, ne? Also irgendwo muss hier Lava sein. Ich möchte natürlich ungern da reinstürzen. Die kann ja nur hier irgendwo sein, oder? Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Okay, hier ist Kohle. Hier ist das ganz deutlich hier. Ich meine aber, ich habe es auf meinem rechten Ohr. Die Frage ist halt nur... Oh, was ist das für Köhlerflöz? Aber irgendwo muss die hier sein, die Lava. Wenn es leiser wird, bewegen wir uns davon weg. Wie weit hört man Lava? Wisst ihr das? Hier scheint es lauter zu werden, gefühlt lauter. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir könnten uns hier nochmal so runterbuddeln, ne? Oh, und unsere Spitzhacke geht auch langsam dem Ende entgegen. Ich will hier nicht zu viel wegbuddeln eigentlich. Ey, ich höre die ganz, ganz deutlich. Und ich würde sagen, links. Es wird natürlich immer dunkler hier. Das Eisen. Ah, verdammt. Ich dachte, wir finden die jetzt. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Naja. Wo kriegen wir jetzt mal vor lauter Schreck ein bisschen Lava her? Ey, das gibt's doch nicht. Die ist doch hier irgendwo. Entschuldigung, Freunde. Da müssen wir uns nochmal runterbuddeln. Das hat ja so keinen Sinn. Die ist hier irgendwo. Ganz deutlich zu hören. Es ist ganz deutlich zu hören, dass hier Lava ist. So, passt mal auf. Wir müssen uns natürlich ein bisschen eine Rückzugsmöglichkeit lassen. So, ich gehe einfach mal hier noch ein Stück weiter. Aber wie weit kann ich gehen? Da ist sie. Da kommt sie. Da ist die Lava, okay. Na gut, wir haben sie gefunden. Sagen wir es mal so. Aber wir sind noch ein bisschen hoch, denn sie läuft hier unten raus. Können wir die so schon in den Eimer füllen? Ich weiß es nicht genau. Wir müssen aufpassen, dass es hier nicht zu dunkel jetzt wird. Ich meine, mit der Lava ist es ja nicht dunkel. Ah, schaut mal. Hui. Ja. Wir haben einen großen Lavasee gefunden. Das ist ja cool. Schmiedelava. Ja, da müssen wir natürlich was machen. Da können wir das hier alles wieder dicht machen. Erde haben wir gar nicht so viel da. Dass ich jetzt sagen könnte, okay, wir füllen das jetzt alles auf. Dafür haben wir gar nicht genug Erde da. Die haben wir nämlich alle verbraucht da hinten bei dem, bei der Insel sozusagen. Also Insel, bei dem Garten für die Minenarbeiter. Das ist sehr gut, dass wir hier direkt eine Lavaquelle haben. Ich habe die doch auch die ganze Zeit gehört. Ist ja nicht möglich, dass die dann da versiegt, ne? Also, dass wir die nicht finden. Das kann ja wohl nicht sein.
Okay, müssen wir das auch alles auffüllen? Arg. Na gut, wird alles aufgefüllt, damit hier keine Monster spawnen können. Und dann bauen wir uns einen schönen Weg runter zur Lavaquelle. Haben wir uns hier ganz schön durch die Gegend gebuddelt, gleich zum Anfang der Folge. Und ich war auch total schweigsam, weil ich wollte natürlich immer hören, wo die Lava ist. Aber ich glaube, das kann man so nicht definieren. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall sehr gut hin. Das müssen wir absichern hier, damit uns da keiner reinfällt. Wir brauchen also erstmal ein paar Stufen hier runter. Ja. Sehr gut. Wir haben die Lavaquelle gefunden, meine lieben tapferen Freunde. Und da können wir jetzt schön immer Lava abzappen. So. Obsidian könnte man da auch machen, ja. Aber wir wollen ja erstmal Lava haben. Für die Schmiede. Für die Schmiede. So. Ah ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh, ich muss schon wieder was essen. Schon wieder Essenszeit. Okay, hier geht es dann raus und rein und raus und rein. Da oben müssen wir natürlich dicht machen. So hoch muss das Ganze nicht sein. Ha, es reimt sich und was sich reimt, ist bekanntlich gut. Und wir haben eine absolut karibische Musik heute wieder. Ups. Ups. Da hat man auch gleich Spaß am Bauen auch. So. Ja, tiefer können wir es jetzt nicht machen. Und es wird schon wieder dunkel. Ich drehe durch hier. Ich hole mir mal das Bett von vorne, was bei Zordan da steht. Ich weiß nicht, ob das sein Bett ist. Kann ich nicht sagen. Oder ob es eins der Betten ist, die hier überall immer rumoxidieren. Und ich trinke... Ah, der Kaffee ist noch kälter geworden. Ist noch kälter geworden, als er schon war. Dich nehme ich jetzt mal mit. So, du kommst mal mit. Weil hier vorne brauchen wir das Bett momentan nicht. Jetzt brauchen wir Eimer für Lava. Und ich habe total den Schmack. Ich glaube, wir hatten noch einen Eimer hinten, wo wir Wasser mitgeholt haben. Ich will auch nicht zu viele Eimer bauen, denn Hunsgrab hat schon ein übles Eimer-Überflussproblem. Das Problem ist aber auch, dass diese Eimer überall rumfliegen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wasser. Da ist Wasser drin, ne? Ja gut, das ist ja nicht das Problem. Zack, Wasser weg. Hätten wir auch ins Meer kippen können, aber warum sollte man Wasser ins Meer kippen? Da ist ja schon genug, ne? Oh, ein kleiner Huster, habt ihr gehört? So ein ganz versteckter, kleiner, fieser Huster. So, jetzt nehmen wir mal hier die Lava weg. Ja. Mal sehen, wie viel Lava wir da rausnehmen können, bis alle Lava aufgebraucht ist. Und die gießen wir jetzt mal hier rein. Da ist ein bisschen Holz. Das ist gefährlich mit dem Holz da, ne? Das sollten wir vielleicht... ja. Ja, das fällt kaum auf, wenn wir das jetzt hier und hier ändern, oder? Und das dann nicht wie überall ist. Aber das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Da sagt auch die Berufsgenossenschaft, das geht so nicht. Also das geht so nicht. Da unten muss natürlich wieder Cobblestone hin, natürlich. Da, und dann kommt hier ein normaler drauf. Denn das geht so nicht. Da können wir kein, da darf kein Holz verbaut sein, wo Lava in der Nähe ist. Dann machen wir es auf der anderen Seite natürlich genau so und kippen jetzt hier erstmal Lava rein. Eins. Ja, die fließt dann da so rum. Auf der anderen Seite kippen wir auch nochmal Lava rein. Dreimal müssen wir wahrscheinlich. Dann haben wir stehende Lava. Es gibt keine endlosen Lavaquellen übrigens. Das kann man nicht machen. Bei Wasser geht das ja wunderbar. Das läuft dann immer wieder zusammen und ergibt dann immer wieder einen geschlossenen Kreis. Bei Lava ist es leider nicht möglich. So, jetzt kommt da noch einer rein. Und dann haben wir schon mal unser Schmiedefeuer, also wo man das Schmiedegut dann reinlegen kann, haben wir schon mal. So. Ach, da unten ist auch noch Lava. Wunderbar. Da können wir endlos hier wegholen oder zumindest ziemlich viel. Hier geht's lang. So, Freunde. Da noch. Zack. Okay, jetzt haben wir hier eine stehende Lava. Wunderbar. Da kommt er auch gut dran. Da kann er sich gut sein Schmiedefeuer herholen. Man könnte hier natürlich jetzt einen, sag schon, so nur so einen Pfosten hinsetzen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Deshalb werden wir jetzt Folgendes machen. Die Schmiedeesse. Okay, wie machen wir das? Ist ja immer so eine Frage, wie gestaltet man das bei Minecraft? Es ist oftmals sehr viel Ausprobiererei. So. Und ja, muss man halt erstmal schauen, wie man das genau am schönsten gestaltet. Ich denke mal, so ist schon ganz schick.
Und dann hier dann die Abzugshaube drüber oder noch einen höher. Das ist schon sehr hoch. Ist eher so wie so ein Brunnen. Soll ja auch sicher sein, das Ganze. Und ich möchte hier nicht noch einen Stein draufsetzen, weil dann sieht man die Lava nicht mehr. Fragen über Fragen, ne? So, okay. Und dann setzen wir hier die Abzugshaube. Da kann man ja doch dann auch drunter, ne? Ja, dann nehmen wir mal hier die Stufen. Da machen wir uns noch mal ein paar von. Wir wollen uns natürlich jetzt nicht zu sehr im Detail verlieren. Doch, wollen wir. Müssen wir ja, ne? Muss ja alles richtig schick sein. Wenn dann hier die Schlosser ihren ersten Arbeitstag haben, dann sonst meckern die ja auch. Okay, so. So. Und so und so. Eine Abzugshaube. Und so. Steht so ein bisschen weit raus, ne? Könnte man natürlich auch anders noch machen. Anders da. Dass man das jetzt nach innen zieht. Also so. Vorsicht, nicht, dass das alles in die Lava purzelt. Ist teuer. Teures Material. So. Und jetzt könnte ich ja von innen... Das könnte schwer werden. Könnte schwer werden, da jetzt von innen was draufzusetzen. Aber wir haben immer für jeden Notfall Erde dabei. So, dann machen wir es nämlich jetzt so. So. Ja, ich weiß, dass ich jetzt über der Lava stehe. Und dann setze ich jetzt von innen einen ran. Ja, ich weiß es. Ist alles gut. Das geht nicht. Schade. Ich dachte, man kann jetzt von innen so einen ransetzen. Naja, klar, das geht schon. Aber es bringt uns nichts. Die ziehen sich dann nicht so zusammen. Gut, egal. Dann lassen wir es so, wie es ist. Höp. Das muss ich einfach jetzt mal eingehen, das Wagnis. Oh. Man muss sich auch manchmal selber Wagnisse basteln, wenn man keine gerade zur Verfügung hat. Jetzt müsst hier oben, müssten jetzt, ja, das machen wir so. Hops, und runter erstmal wieder. Kleiner Huster schneide ich hinterher auch wieder raus. Herrje. So, da kommen jetzt so ein paar Platten drauf. Und dann oben ein schöner Abzug noch dran gebämselt. Hier die Stufen und den ganzen Krust mal wieder einsammeln. Wo haben wir den Eimer? Können wir wegpacken? Da füllen wir lieber ein bisschen Dreck. Direkt mal Dreck. So. Dann kommen hier jetzt Stufen drauf. So. Und hier kommt so ein... das kann ja einfach nach oben abziehen, ne? Das kann ja einfach nach oben abziehen, weil wir haben ja dann da oben unsere ganze Entrauchung, Entrauchungsstation. So, das ist schon mal sehr gut. Haben wir schon mal so eine kleine Möglichkeit, die Sachen zu erhitzen. So, eine kleine Schmiedestelle. Dann kommt jetzt hier ein Amboss hin. Ein Amboss. Dafür haben wir nicht genug Eisen. Das bedeutet, wir müssen es schnell mal aufmachen. Bett haben wir dabei, falls es zwischendurch Nacht wird. Und müssen mal Eisen holen. Es könnte... Ja. Immer noch Monster. Im Bergwerk. So. Eisen. Naja, ist nicht gerade viel da, ne? Hier haben wir auch keins drin, ne? Nein. Wir müssen wahrscheinlich tatsächlich loslatschen und uns Eisen holen von der Waffen- und Rüstungsschmiede Rammstein. Dafür müssen wir allerdings auch mal wieder ein bisschen entmüllen. Ach, verdammt. Machen wir nicht morgen, machen wir gleich, ne? Mach's gleich richtig. Und schaut euch an, ey, der Opa, ne? Was der hier schon wieder für ein Durcheinander angerichtet hat. Alter Verwalter, die Steaks weg. Ja, jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Platz. Junge, Junge, sind das Rumpelkisten hier? Das beim Bergwerk, ne? Wo doch alles immer so ordentlich und geordnet sein soll. eine Pommes? Ne. Ich bin ja noch auf Diät. Auf Pommes, also Backkartoffel-Diät. Okay, da ist schon die Rüstungsschmiede, ist gar nicht so weit. Und da müsste eigentlich noch, wenn mich mein riesiges männliches Gehirn nicht täuscht, müsste da noch Eisen sein. Zack, zack. Hier wieder zumachen, dass uns die Dorfbewohner nicht flitzen gehen, ne? Und die sind schon wieder alle hier ins Wasser, in den Wasserlauf gesprungen. Ich helfe dir, Tante. Tante. Ja. Vorsicht, Kopf einziehen. Sonst tut's weh. Ah. Ja, dir helfe ich auch gleich. Allen wird geholfen in Hunsgrab. So, schön unter durch.
Und dann kannst du da hinten raus. Man muss, darf nicht zu doll drücken, dann drückt man sie auch durch. Oh. Ja, bist du raus, ne? Wunderbar. So, jetzt hier noch den unseren Künstler. Der will auch gerettet werden. Heute ist Waschtag, wa? Alle am Baden in Hundsgrab. Ja, ja, ich komme. Es ist sehr beschwerlich hier bergauf. So, jetzt mach aber keine Spirenzchen. Lass dich einfach hier rausschieben. Ja, du kannst ja aber auf der anderen Seite wieder reinspringen, wie er es immer macht. Typen. So. Na? Wunderbar, oder? Habe ich euch gerettet. Was ist hier los? Mal gucken. Hallo, Else. Ah, ne, die redet ja nicht mit mir. Ist ja die Falsche noch, oder? Wahrscheinlich. Oh, hier ist wieder die Hölle los. Der Nachrichtenplatz hier, der Platz des Wortes, der wird so gut angenommen von den Dorfbewohnern. Ist richtig schön, mal wieder hier zu sein. Müssen wir auch mal ein bisschen Handel treiben, eigentlich. Und du, nicht wieder da hochschwimmen, ne? Typ. Hä? Okay. Ah, hier, sowas müssen wir auch bauen. Genau, ein Abkühlbecken, natürlich. Oh, so viel Eisen ist das gar nicht mehr. Was für, na doch, schon noch einiges an Eisen. Haben wir hier auch noch irgendwo an? Ja. Oh. Behutsamkeit. Okay. Die nehmen wir mal mit, oder? Die brauchen ja nicht hier für alle Zeiten in irgendeiner Kiste rumoxidieren. Der automatische Ofen. Hier haben wir einen automatischen Ofen. Ziemlich gut versteckt sogar, das Ganze. Ha. Huh. Es wird gerade wieder dunkel. Okay. Eisen. Zack. 18 Stacks Eisen sollte reichen. Wo schlafen wir jetzt mal vor lauter Schreck? Vor lauter Schreck. Ach, hier der Palast, ne? Ja, irgendwo hier auf halbem Wege. Und die Folge ist auch schon wieder um. Verdammt. Vielleicht komme ich noch bis hin. Bisschen beeilen. Sind wir alleine? Nee. Der Tomcat ist da. Nee, dann müssen wir pennen. Dann müssen wir schlafen. Noch, mal gucken, wie viele Kartoffeln. 1, 2. Noch 19 Kartoffeln bis Diätende. Und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.